Kraft durch Einsatz und Motivation. Igel Burgmann Produktionscenter Jüggenburg GmbH steht für Qualität und Innovation. Das als selbstständige Tochtergesellschaft im Mai 1990 in Zeltweg im AEZ gegründete Unternehmen ist seit Juni 1996 am Standort in Jüggenburg angesiedelt. Schwerpunkt des Standortes Jüggenburg ist die Herstellung von aus Metall gefertigten Gleitringdichtungen, die hauptsächlich in Pumpen, Kompressoren, Rührwerken und einer Vielzahl anderer Maschinen in praktisch allen Industriebereichen eingesetzt werden. Wesentlich für den Erfolg des Unternehmens sind die Mitarbeiter, die besonders gefördert und unterstützt werden. Es ist so, dass wir, ich sage einmal, als Unternehmen natürlich die Kraft und die Begeisterung von den Menschen, von den Mitarbeitern vor Ort konsumieren können. Und da ist es uns wichtig, dass man eine gezielte Ausbildung und Weiterbildung den Mitarbeitern zukommen lässt und auch, ich sage einmal, den Lehrlingen eine Basis schafft und dann auch mit Karriere zu Erfolg zu kommen. Und es ist für uns ganz wichtig, dass wir alle ein Team sind. Eine tolle Karriere hat auch Ingomar Mann gemacht. Im Jahr 1997 hat er eine Lehre als Zerspannungstechniker im Unternehmen begonnen und mittlerweile ist er in der Arbeitsvorbereitung tätig. Von Seiten des Unternehmens hat er vollste Unterstützung erhalten. Später dann nach der Werksmeisterschule, nach dem Abschluss, habe ich noch ein paar Jahre auf der Maschine gearbeitet, um Praxis zu erlernen. Und später dann bin ich ins Büro gewechselt. Und da sind dann wieder diverse Kurse und Schulungen dazugekommen, wo ich von der Firma wieder unterstützt worden bin, mit Kurskosten sind übernommen worden, Zeitausgleich habe ich zum Teil bekommen auch und ja, so lasse ich das schon gut machen mit der Karriereschritte. Motivierte und qualifizierte Mitarbeiter sind für Igel Burgmann der Schlüssel zum Erfolg und zeigen einmal mehr, dass die Region viele attraktive Arbeitsplätze zu bieten hat. Mit Unterstützung vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, der Europäischen Union und dem Land Steiermark.